So. Und damit willkommen bei Brotato. Keine Ahnung, ob die Cam da richtig ist oder so. Werden wir sehen. Nee, nicht weiter. Neu. Hauptmenü. So. Welche Brotato soll es denn heute sein? Wir haben ja ein paar exzellente Potatos am Start. 100% Schaden, 100 Technik, Alter. 15 Angriffstempo für jede einzigartige Waffe, die du besitzt. Du kannst keine Fernkampfwaffen ausrüsten. Oh, Alter, natürlich, das ist nur ein Nahkämpfer. Der Sparfuchs. Einarmiger. Hier brauchst du 100 pro den Flint oder so. Einfach alles auf Angriffstempo. Ich nehme mal den Einarmigen und ich nehme den Flint. Macht der Flint halt Sinn? Ja, er tötet halt jeden. Jeder wird mit dem Flint getötet. Jo. Wir machen mal immer noch die Null. Okay. 5 Glück, ein Fernkampfschaden. Der Flint war Nahkampf, ne? Das heißt, sie machen mehr Angriffstempo. Zwei Lebensentzug. Jo. Ja, weil wir ultra schnell zuschlagen. Ja, mal 206 Angriffstempo. Schraubenzieher, einen Nahkampfschaden. Flint macht Nahkampfschaden. Eine Pyre-Generation. So. Nahkampfschaden und Crit. Das sparen wir uns. Auf geht's. Ausweichen. Der Flint. Wir müssen den Flint verbessern. Plop. Glück. Glück ist nicht so wichtig hier. Es ist zwar nice to have, aber der Schaden. Na. 207 Angriffstempo läuft. Own Flint. Wir sperren den Flint. Zwei Elementarschadensschmutz.
Okay. Das wird schon echt schwierig. Angriffstempo. Käse. Nahkampfschaden. Jo. Flint macht jetzt 9. Das macht er 11. Nahkampfschaden haut halt richtig hart rein. Das ist halt kein prozentueller Schaden, sondern der macht halt den Base einfach nach oben. Chance aus einem zufälligen Gegner. Ja, Glück machen wir nicht. Den Flint haben wir gesperrt. Wir würfeln neu. Brandschaden. EP-Gewinn. Jo, EP-Gewinn sieht gut aus. Glück, Reichweite, Rüstung, Angriffstempo. Ich brauche halt echt Rüstung. Nahkampfschaden. Und Schaden. Den Igel mitnehmen. Schaden sperren. Ja, ich brauche halt einen blauen Flint. Oh, da ist ein Item. Ah! Niedliche Affe. Chance von einem P-Zahlen, wenn du ein Material aufsammelst. Ernte, Max EP, Schaden, Fernkampfschaden. Ja, komm, Ernte. Tipp unter Lebensabzug. Jawohl. Rüstung, 2 Tempo. Oh, EP-Gewinn. Alles nice. Schaden. Die Rüstung speichern wir uns mal. Und weiter geht's. Au, 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 au. Ausweichen, Taschen, Rüstung. Ausweichen. Okay. Verwerten und wir holen uns den dicken Flint. Dann können wir ihn entsperren. Die Rüstung kaufen. Ausweichen, Ernte.
Nee, 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 nee. Angriffstempo. Minus eine Rüstung. Das nehmen wir mit. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Rückstoß. Kann man mitnehmen. Klingt harmlos. Der Plan, oh, der Plan ist ja nicht nur die Viecher zu töten, sondern du musst ja auch das grüne Zeug ansammeln. Oh, EP gewinnen, nehmen wir mit. Ernte, Elementarschaden ausweichen. Ausweichen, Max LP, Angriffstempo, vier Nahkampfschaden. Ja, er macht halt schon 14, das heißt, er macht 29 jetzt gerade. Das ist Schmutz. Eine Rüstung. Ja, da gleicht man die Rüstung hier aus. Sehr gut. Nehmen wir doch mit. Und der Rückstoß. Den Igel. Mehr Schaden. Läuft. Also eine Waffe ist halt echt herb. Wieder ein Item. Au, da ist es drum. Au! Das war nicht gut. Angriffstempo. Kritchance, Lebensabzug, Reichweite, Angriffstempo. Zwei LP-Generationen. Klingt nach dem Plan. Da ziehen wir die eine wieder ab, machen aber mehr Schaden. 28. 32. Und ja, gib ihm. Nope. Also eine Waffe ist halt echt her. Fernkampfschaden werden um 50% moduliert. Okay.
Okay, nehmen wir die MP noch mit. Ich mach mal die 1. Okay. Rüstung. Nehmen die Rüstung mit. Oh, Pistole. Nice. Nice. Sechs Schaden, 8 Reichweite. Ja, können wir mitnehmen. Angriffstempo, ja. Guck mal, eine MP. Was macht denn die Armbrust? Schaden 17. Reichweite. 10% von Reichweite. Je mehr Reichweite ich habe, desto mehr Schaden macht sie. Okay. Naja, nee. Fernkampfschaden. Jo. Laserwaffe macht 400% vom Fernkampfschaden Wert. Jo, nehme ich mit. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Kopfverletzung. Pistole. Mit. Du bist Schmutz, auch wenn du. Ja. Regeneration, Tempo, Schaden, Reichweite, MP-Regeneration, Schaden, Ernte, Ausweichen, Fernkampfschaden, Fernkampfschaden, Schadenrüstung, Tempo, oh, die Medaille ist gut. Aber ich brauche erst die Pistole, wir werten die Pistole auf. Zack.
ausweichen. Das ist ein gut. Oh, wir haben die bessere Schrotflinte. Das Kugeln verschießt. Das wird nicht steigern, weil ich keine Technik mitnehme. Ja, wir kombinieren die, dann können wir die dicke Schrotflinte kaufen. Und die Medaille passt auch noch rein. Max EP, 3 Schaden an Rüstung. Tempo. Na, läuft. Wie man halt diese rote Kugel anstarrt und trotzdem einfach reinrennt. Oh, 2 Items gefunden. Es spawnen mehr Bäume. Nehme ich. 10 Glück. Ja, nehme auch. Max LP. Läuft. Glück, Rüstung, Schaden, Ausweichen. Oh, da ist eine dicke LMP. Läuft. 2 LP-Regenerationen. Ja, nehmen wir mit. Fünf Ernte. Oh, minus 5 Gegner. Nee, wenn, dann will ich mehr Gegner aus mehr Bäume. 2 Lebensabzug. Sich Reichweite, jawohl. Technik, Tempo, Ausweichen, Max LP. Wir nehmen mal Tempo, müssen wir uns bewegen. Oh, 40 Ernte. Acht Schaden weniger können wir verschmerzen. Aber 40 Ernte rechnet sich halt. Wir sind uns bei Welle 8. Oh, der Traktor ist nice. So. 8 Max LP. Können wir mitnehmen. Schleuder. Nee. Da gab es schon das erste Item wieder. Okay.
Das war eine gute Welle. Spawnt ein Heilungsgeschütz, das nehmen wir immer mit. Ausweichen, Fernkampfschaden, Glück, Tempo. Fernkampfschaden. Jawohl. Die Säure. Ja, 4 Ausweichen weniger, aber dafür Max LP. Sammelreichweite. Immer mit. Pistole. Ah, nehmen wir mit und haben dann direkt die blaue Pistole. Und können tatsächlich die Pistole nochmal aufwerten. Glück, Medizinpistole. Ja, das klingt nach einem Plan, Medizinpistole, oder? Heilung. Glück. Brauchen wir nicht. Eine Tasche. Ernte. Gegner. Okay. Let's try it. Nicht hinterher. Das war einmal kostenlos würfeln. Ja, nee. Ernte brauchen wir nicht. Wir sind mit Ernte hier echt gut bedient. LP-Regeneration. Alle 3,46 Sekunden zu 0,2. Ja, verdoppelt. Nachschauen, Angriffstempo. Am echten mieses Angriffstempo. Aber die Rüstung ist halt opti. Die MP. Und die Pistole 2. Käse. Nee. Crit und Ausweichen. Für die Reichweite weniger. Brauche ich Reichweite für irgendwas? Nee. So. Reichweite. Hier haben wir die Reichweite wieder. Zack. Der Schredder. 80% zu explodieren. Ja, explodieren ist aber Elementarschaden. Das Buch. Dreieck. MP. Ach. MP2. Oh, Lederweste. 2 Rüstung, 6 Ausweichen. Nahkampf ist Schmutz. MP2 ist Schmutz. Flammenwerfer ist Schmutz. Ich bräuchte halt Laserwaffe oder die Doppelschrotflinte. Oh. Wir nehmen auf alle Fälle das Holzfäller mit. Ach, bist du. Ach, Blutspende. Für Blutspende brauchst du halt eine richtig gute Regeneration, ne? Dass du halt mindestens 1 LP pro Sekunde bekommst. Aber das kannst du auch nicht ewig rauszögern.
2 Lebensabzug. Ja. Fernkampfschaden ist Schmutz. Das ist Schmutz. Das war keine gute Einkaufsrunde. Tempo. Jo. Das ist alles Schmutz. Ich krieg die Krise. Ach, MP2. Tempo. Ich brauche Angriffstempo, wenn überhaupt. Crit-Chance. 3 Schaden. Nee. Ach, come on. Angriffstempo. Jawohl. Die Doppelschrotflinte. Jawohl. Und das Alien Baby. Gegner werden schneller haben, aber ich kriege aber 15%. Ich brauche kein Glück. Ich brauche den Schaden. Schaden. Jawohl. 2 Rüstung. Pistole 2. Treibt den Schaden wieder weniger. Ja, nehmen wir mal mit. Pistole 2 ist Schmutz. 5 Max LP. Schmutz, 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 Schmutz. Nahkampfschmutz. Die Doppelschrotflinte. Oh, jawoll. ...20 Reichweite, 10 Angriffstempo. Ja.
Crit-Chance, 3 Schaden. Nee. Fernkampfschaden, 3 Stück. Oh, das ist wichtig. Ja, weil die halt echt gut prozentual agieren mit dem Fernkampfschaden. Fernkampfschaden, 1 Stück. Nahkampf, Gegnertempo. 3 Max-LP. Ja, Crit ist mir nicht so wichtig. Tempo, Rüstung, Schaden. Läuft. Die Laserwaffe. Oh. Ja, nice. Direkt upgraden. LP-Regeneration. 0,47. Und jetzt haben wir 0,64. Ah, es geht. Beim Aussammeln einer Kiste erhältst du 20 Materialien, aber minus ein Tempo. Nein. Crit ausweichen, aber Reichweite. Das kann man sperren. Nein. Das war's. Es beginnen wieder hier diese die Leute auf mich zu schießen. Immer schön die grünen Teile anzaubern. Verwerten von Items. Nee. Angriffstempo. Oh, das ist so wichtig. Okay, wird mal den Schredder. Explosionsgröße. 5 Crit, 5 Ausweichen. Wir nehmen die Augenbinde mit, oder? Ja. Schmutz, Bandana. Oh, aber 10% Schadensabzug. Oh. Medizinpistole 2. Soll man das Bandana mitnehmen? Oder die Maus? 10% mehr Gegner, 5 Lebensabzug. Ich brauche keinen Lebensabzug. Ich brauche auch nicht mehr Gegner. Ah, die 10% Schaden tun halt echt weh, ne? Aber ich glaube, das Bandana ist es wert. Weil das sind halt Projektilwaffen. Gerade wenn halt jetzt die Masse an Gegnern kommt, tut es glaube ich richtig gut, wenn sie hier durchschlagen können. Bandana war die richtige Wahl. Tempo, Max LP, Schaden. Wir brauchen unbedingt Schaden. Schaden am Ende einer Welle.
Jo. Metalldetektor. Nein. Was hat das Schmutz? Oh. Crit ausweichen. Jo. Fernkampf. Zwei Rüstungen. Oh, was war denn das denn? Ich guck schon eigentlich gar nicht mehr auf die Viecher, sondern noch auf die roten Roller. Damit ich die nicht immer so fett mit einsammeln. Glück, ein Elementarschaden. Elementarschaden ist. Ja, okay. Verwerten. Kritchance, Technik, Angriffstempo. Angriffstempo. Einmal den Fernkampf nochmal pushen. Max LP. Rüstung mitnehmen. Spawn mehr Bäume. Jo. Und neu würfeln. Oh, wir haben nochmal einen Ring. Ach. Geht aber. Angriffstempo, Reichweite. Mitnehmen. Technik ausweichen, Lebensabzug. Okay. 10% Schaden. Ja. Das sind noch mal 9%. Ja. Okay. Die Metallplatte bleibt. Käse. Obwohl ich kann. Ich kann die Schrotflinte kann ich pushen in der Theorie. Halt nicht tot, ne? Sicher. Yes.
5 Ernte minus 5% Gegner. Ja. Okay. Keine Panik. So, als erstes. Ja, wir kaufen uns einfach hier die Schrotflinte. Dann haben wir einmal eine fette Schrotflinte. Einmal zwei fette Schrotflinten. Ja, die sind halt für den Schaden verantwortlich. Pistole lohnt sich halt nicht mehr, die Zweier. Rüstung. 44% weniger Schaden. Ja. 48%. Der Itempreis, natürlich. Lohnt halt gar nicht mehr. Ja, nee. Boah, sind die schnell. Ja, spawnt halt noch weiter in mir drinnen. Yes. Rüstung, Nahkampfschaden, Reichweite. Rüstung. Wir 48% und mit drei Rüstungen 53%. Macht halt irgendwie keinen Sinn mehr, jetzt da noch zu pushen hart. Aber die gute Laserwaffe. Ja. Okay, dann brauche ich die Pistole halt schon mal nicht mehr. Crit elementar, nee, Fernkampfschaden. Der Taser. Die MP2, Alien-Augen. Ja, nee, Taser setzt halt hart auf Elementarschaden. Der bringt mir halt gar nichts. Auch wenn er als Fernkampfwaffe gilt. Wichtiger ist da die Laserwaffe. Ja, komm, wir verwerten jetzt die Laserwaffe. Kriegen wir nochmal 26 und schnappen uns jetzt die dicke Laserwaffe. Nein, Legierung. Ist das was wir gebrauchen können? 3 Fernkampfschaden und Nummer 5 Crit, aber 6 Ausweichen weniger. Eventuell. 6 Ausweichen ist halt hart. Nee. Nein. Nee, es ist halt schon Welle 19. Brauche ich nicht mehr groß über irgendwas nachzudenken. Nein. Sparen wir uns dann für...
Hast du noch irgendwo Leben? Alter, macht das voll. Weg. Glück LP-Regeneration. LP-Generation. Ach, Schwingen ist halt Nahkampf. Schmutz. Alles komplett neu. Ah, Angriffstempo geht runter. Kiese. Oh. Okay. Jetzt ist die Frage. Ach nee, die kann ja nicht mehr höher werden. Okay. Ein Fernkampfschaden, aber 3 Tempo weniger. Das ist okay. Schaden gibt Schaden. 15 Durchschlagsschaden. Durchschlag 1, 2, 4. Na, gerade die schlagen halt ultra hart durch. Minus 15% Schaden. Kann den Basisschaden nicht übersteigen. Keine Ahnung. Das ist halt der Punkt, wo man sich nicht auskennt. Oh, aber die MP3 können wir noch mitnehmen. Yo. Dann machen wir da nämlich eine MP4 raus. Nochmal 3 rote Waffen. Uff. Können wir nochmal irgendwas? Ja, natürlich. Natürlich, jetzt kommt die Laserwaffe. Na, oh, ist eh Ende der Welle jetzt. Schwierigkeitsgrad 1. Puh. Damit sind wir in Schwierigkeitsgrad 2. Elite-Gegner und Horden. Nachtsichtbrille. 15 Grit, 50 Reichweite, 3 Max-LP weniger und 2 Rüstung weniger. Stier. Was? 20 Max-LP, 15 Lebenspunkte-Regeneration, 10 Rüstung. Lebenspunkte-Regeneration werden um 50% erhöht. Was? Du explodierst für 108. Wenn du Schaden nimmst, du kannst keine Waffen ausrüsten. Was? The hell? Oh, nee, zurück. Start. Du kannst keine Waffen ausrüsten. Das heißt, alles, was dich interessiert, ist diese Schadens- und LP-Modifikatoren. Ach du dickes Ei. Also, neue Gegner erscheinen. Neue Gegner erscheinen, Elite-Gegner und Horden erscheinen. Okay.
Ja, mega. Okay, du willst auf alle Fälle schon mal nicht ausweichen. Tempo interessiert dich auch nicht, weil du willst ja reinrennen. Was interessiert dich denn dann? Ich explodiere es für 33. 300% Nahkampf, Fernkampf und Elementarschaden. Reichweite interessiert dich auch nicht. Rückschuss nicht. Nahkampf. Ah, hier. Na, LP-Generation werden um 50% erhöht. Das brauchst du auch nicht. Zwei Pedos Verbrauchsgegenstände wiederhergestellt. Brauchst du nicht. Das ist halt der Alienwurm, ist halt dein Freund, der Helfer in der Not. Ne, eine LP-Generation und mehr Max-LP. Drei Max-LP. Okay, Alienwurm. Brandschaden brauchst du nicht, weil du explodierst die ganze Zeit. Reichweite brauchst du nicht, aber Schaden kannst du mitnehmen. Okay. Ein Elite-Gegner wird in Welle 12 erscheinen. Okay. Okay. Strange's Gameplay. Du brauchst halt keinen der Stats. Ernte ist für dich alles sogar wichtiger. Du brauchst kein Glück, du brauchst kein Ausweichen, du brauchst kein Angriffstempo. Ernte, einfach um mehr Zeug zu haben. Okay. Beginnen die Welle mit 3 Max LP. 3 Max LP ist nice. Plup. Mein Alienwurm. Zack. Mehr Schaden. Oh hier. 2 LP-Generationen. Ja, wow. Brauchst du nicht. Ah, wenn du mehr Leben hast, wird auch dein... Dein Bildschirm auch heller. Na, hast du gesehen, wo ich ein Lebens habe? War der echt dunkel? Wie eingeschränkte Sichtweite. Fangaufschaden. Oh, LP-Regeneration. Technik, Ausweichen, Elementarschaden. Ja, Elementarschaden. Profitiere ich auch. Okay. Ja, ich explodiere schon für 39. Bäume sind mir egal. Okay, wir nehmen unsere LP-Generation. Zack. Wir nehmen mehr Schaden. Zack. Fernkampfschaden. Nice. Es spawnen mehr Bäume. Das ist mir eigentlich wurscht. Ich stehe ja im Prinzip bloß da. Ah, okay. Natürlich muss ich die jagen. Okay.
Okay, das ist strange. Zwei Technik. Technik ist mir egal. Angriffstempo, Max LP, Lebensabzug. Ist mir egal. Max LP. Okay. 8 LP Generation. Wir sind bei 2,87 die Sekunde. 3,93. Also ein ganzer Lebenspunkt pro Sekunde mehr. So, und Fernkampfschaden. Ich explodiere für 41. Für 45. Er ist Schmutz. Alter. Brand ist Schmutz. Tempo wäre nice. Aber EP-Regeneration. Du generierst 3,93. 4, Alter, was für ein Stranger. Was für ein stranges Setup. Ausweichen, Max LP Schaden. Ja. Wir nehmen mal Schaden mit. Nahkampfschaden und Crit-Chance. Okay, wir beginnen erstmal mit einem Punkt. So, Rüstung. Rüstung will ich nicht gar nicht verlieren. Nicht mal im Ansatz. Nahkampfschaden, 3 Crit an Max MP. Ich explodiere für 48. Nahkampfschaden Max LP. Lol. 2 Max LP. 5% Schaden. 5% Alter. Okay, Reichweite ist mir egal. Für 51. Das waren 11 Schaden. So, Nahkampfschaden, Crit. Du wirst gesperrt. 3 Max LP nehmen wir noch mit, oder? Worüber ich eventuell nachdenken müsste, wäre eventuell noch ein bisschen mehr Rüstung. Na, einfach den Schaden nochmal runternehmen, den ich halt die ganze Zeit kriege. Und das Sammelreichweite wäre nicht schlecht. Aber ich glaube, es ist nicht tragisch. Technik, Schmutz, 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 Glück, Fernkampfschaden. Deine Max-LP sind auf den aktuellen Wert begrenzt.
sperren das mal. Wir gehen. Ich sperre das mal für Welle 10 oder so. Ne, das mal. 2 Max EP, 5% Schaden, 5% mehr Gegner. Ich explodiere für 68. 72. 75. 2 Rüstung. Das Ausweichen ist nicht so tragisch, aber die 2 Rüstungen sind echt nice. Das ist alles super nice. 2 Elementarschaden. Oh, Max LP. Aber ich nehme mal die 2 Rüstungen mit. Ah, das sind 4%. Die 50% strebe ich hier an. Und alles in LP-Regeneration. Sperren, sperren. Ach, das sind wieder welche, die schießen, ne? Oh, jetzt kriege ich zum Beispiel jetzt schon mehr Schaden, als ich regenerieren kann. Ah, es wird geschossen. Das Schießen nervt schon mal. Max LP ausweichen. Angriffsschaden. Max LP. Max LP. Achso, mitnehmen. Elementarschaden. Ich explodiere 75. 82. Das Schmutz. Angriffstempo. Lebensregeneration. Jawohl. Das ist mein Baby. 6 Ernte kann ich verschmerzen. 4,68. 4,64. Das wird. Und im Endeffekt pumpst du dich mit Rüstung und mit Lebensregeneration voll. Alles andere ist dir völlig schnurz. Explod. Geh mal drauf. Ah! Drei Rüstung. Jawohl. 44%. 50%. Prozent. 12% Schaden. Reichweite. Reichweite interessiert mich nicht, also. Ich explodiere für 82. 90. Nummer 3 Nahkampf. Wir sind bei 90. 102. LP-Regeneration. Jawohl. Alles andere interessiert mich nicht. Tick, 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 tick.
gut. Oh, meine Lebensanimation reicht halt schon nicht mehr. Das ist ultra hart schwierig. Eine Rüstung nehme ich mit. Auch wenn dafür 2 LP wieder drauf gehen. 50%. 52%. Lebensabzug, Fernkampfschaden, Elementarschaden. Na, wenn, dann nehmen wir die 3. Ja. Nahkampfschaden, Max Epic, den Glück kriegt Chance. Nahkampfschaden. Oh, Rüstung. Oh ja, wir brauchen jetzt erstmal die Lebensregeneration. 4,64. 4,91. Und nochmal 2 Rüstung. 52%. 55%. Naja, problematisch ist halt, weil diese Viecher jetzt auch mehr Schaden machen. Und diesen Schaden muss ich halt durch erhöhte Rüstung wegblocken, damit meine Lebensgeneration hinterherkommt. Weil im Moment mache ich genug Schaden, die explodieren ja relativ schnell. Das heißt, er ist eigentlich gar nicht wichtig. Die Handschellen. Obwohl ich halt extrem davon profitieren würde. Aber ich brauche halt auch ein relativ hohes Lebenpolster. Ah. Einmal kostenlos 9 würfeln. 3-mal Nahkampfschaden. Jo. 127. Bam. 138. Einmal kostenlos würfeln. Itempreis. Jawohl. Relativ früh. 6 Schaden, 12 Schaden. Ich explodiere auf 138. 151. Jetzt wird es halt wieder ein bisschen so. Tempo, Lebensabzug, Schaden, Nahkampfschaden. Max LP Nahkampfschaden. 168. Okay. Plop. 176. Zieht mir eigentlich irgendwas immer den ganzen Tag den Schaden ab? ETF?
Hi Ford, wunderschönen Tag und dir. Schönen ersten Advent. Hab auch mal einen Drachen gefangen. Die sind recht nice, muss man sagen. So. 5 Schaden brauche ich nicht. Na, wir nehmen mal den mit. So, 184. Den können wir uns vielleicht für später aufheben. Na, für Boss. Explosions... Ja, please, Explosionsgröße. Ich explodiere ja. Testen, ob das funktioniert. Das ist Schmutz. Kugeln, die verschießen, ist Schmutz. Oh, kommt. Nee, wäre der 11. Jetzt kommt noch nicht der. 12 Schaden, Angriffstempo. Ne, bis die halt mal kommt. Oh, die tun. Okay. Okay, der Plan ist rumzulaufen und dann rein zu YOLO. Für einer. Na, lass dann deine Regeneration. Was? 10 Technik? 10% EP Gewinn. 3 Max LP Minus. Ach, weg. Sammelreichweite. Schick, Ernte schick, Ausweichen schick. Na, Ausweichen brauche ich nicht. Crit, Lebensabzug, Tempo, Fernkampfschaden. Oh, wir nehmen mal noch ein bisschen Tempo mit. Heilungsgeschütz. Ja. 10 Tempo, Reichweite ist alles Schmutz. Nee. Schaden, 7%. Sind bei 199. Na, explodieren ist halt schon nice. So. 208. Ja, minus 2% Schaden, wenn du Schaden leidest. Ja, nie, ist klar. Oh, Elementarschaden, 2 Nahkampfschaden und minus 2 Ernte. Das heißt, ich habe jetzt bei 208. 3 mal 6 müssten 18 sein. Ja, 223, Alter. Musste Dampf wie eben kurz füllen, wenn er mich laden konnte. Oh, jetzt kommt der Elite-Gegner. Vielleicht sollten wir uns mal darauf vorbereiten. LP-Regeneration, jawoll. Mit Elementarschaden, ja, perfekt. 4,91. 5,18 die Sekunde. Sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen Rüstung. Die 8 Glück. Nee, brauchen wir nicht. 3 Nahkampfschaden ist nice, aber da kann ich drauf verzichten. Das ist auch Schmutz. Das hebt man uns auf. Ah!
Okay, ich werde den scheiß Boss nicht besiegen. Ernte, Reichweite, Angriffstempo, Fernkampf schon. Ich brauche mehr Zeug. LP-Regeneration. Oh. Ja. Please. 5,18. 5,44. Max-LP, Schaden, Rüstung, Tempo. Ja. Rüstung. 55% weniger Schaden. 56. Boah, eine Rüstung ist dann noch ein Prozentpunkt oder so. Das ist ja übel mies. Das heißt, das ist dein Wert, den du willst. Es spawnen mehr Bäume. Ja. 40 Ernte. Du nimmst pro Sekunde einen Schaden. Das könnte ich eigentlich in dem Bild locker wegstecken. Okay. Ah, lol, und dadurch, dass ich Schaden nehme, explodiere ich halt die ganze Zeit. Ja, nice. Ja, läuft. Okay, ich muss ein bisschen... Wo ist mein Heilungsgeschütz? Da. Wunderschön, um mein Heilungsgeschütz rumlaufen. Okay. Nein. Ernte. Elementarschaden. Okay, wir nehmen die Ernte noch mit. Yes! 56. 59. Sammelreichweite. Ja, wohl, wir fangen jetzt an rumzulaufen. Landminen ist Schmutz. Rüst. Lebensregeneration. 5,44. 5,71. Und ja, scheiß auf die drei Schaden, die ich da verliere, ne? Ich explodiere für im Moment für 247. Aber ich kriege nochmal zwei Rüstung. 69%. Quatsch. 59. 62. Schon fast zwei Drittel. Gegnertempo, Tempo. Ist mir egal, das Gegnertempo. So, wo ist mein Heilungsgeschütz? Da. Okay, das ist ein Jagdschild. Und wieder ein Item. Einfach stumpf durchrennen. Angriffstempo, Reichweite. Oh nein. Ausweichen, Elementarschaden.
Kritisschmutz, Auswandschmutz, Elementarschaden. Immerhin gibt es durch Elementarschaden. Nehmen wir noch eine Blutspende? Also die Linse nehmen wir auf alle Fälle. Wir explodieren im Moment für 252. 257. Nummer 40 Ernte. Das sind 5 Wellen. Na, 15, 16, 17, 18, 19. Das kriege ich 200. 5 mal 40 kriege ich 200. 80? Sind es die 80 Dinger wert? Nee. Max LP. Gegnertempo. Gegnertempo ist mir egal. Glück. Nein. LP-Regeneration. Ja. 5,71. Oh, mit Elementarschaden sogar immer noch, ne? 257. 5,98. Und 267. Wir pumpen. Elementarschaden von denen jetzt. Wir speichern das Liebesalien mal ab. Der Benzintank. Ich krieg 4 Elementarschaden, muss aber einen Nahkampf, einen Fernkampf weg. Das heißt, ich krieg 2 Schaden plus. Das ist ja nix. Hier kriege ich 6% Schaden. Dann nehme ich über die 6% Schaden. So. Oh, mein Heilung-Ding ist da oben. So, zack, 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 zack. Den Schaden nehmen wir mit. Oh, 3% Lebensregeneration. 3 LP. Na, das sind 5,98. Mhm. 6,33. 2 Max LP. 5% mehr Schaden. Ah, nee. Noch mehr Gegner brauche ich jetzt nicht. Immerhin habe ich jetzt. Wir rollen. Ausweichen, wenn du dich nicht bewegst. Nee. Oh. Für 296 explodieren wir. 313. So, wir haben wieder 4% Ausweichen. Das heißt, mich trifft alles. Aber 8 Max LP nehmen wir mit. Sammelreichweite brauchen wir nicht. Aber ist hoch genug. Wo ist mein Heilungsgeschütz?
Zoom durch. Und heilen uns Geschütz. Holen wir uns wieder. Nein. Ich will keine Rüstung verlieren. Gegenteil. Ich will die Rüstung noch dazu kriegen. 62%. 63%. Zwei Elementarschaden. Angriffstempo ist alles Schmutz. Spawn mehr Bäume. Drei Tempo weniger oder für Blumen. Das ist auch Schmutz. Rüstung. 63%. Ne? 3 Tempo läuft, dass man nicht im Roten. 3 Schaden, 3 Max LP. 15 Max LP. Haben wir ein Alien Baby schon? Ja, wir haben eins schon. Wow. Wir explodieren für 329. 346. Nee, Alien Baby ist nicht so. Bist du auch nicht für einer? Das reicht immer noch nicht, um die mit einem Schlag wegzukriegen, die Viecher. Tempo, Glück, weg. Elementarschaden, Glück, Lebensabzug. Elementarschaden. Oh. Was, Baby mit Bart? Wie kommst du immer so an so Kackspiele? Was? Potato ist der geil, ist der Hit schlechthin gerade. Ist der Hype? Müssen keine grafisch aufwendigen Spiele sein, um Spaß zu machen. Na, kannst du mal gucken, wer was alles Potato ist. Also wenn du mal bei Twitch halt guckst, wer alles Potato spielt, sind halt mindestens 30 oder so Leute. Und auch richtig große Streamer dabei. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Alles Schmutz. Also, neu würfeln. Rüstung. Boah, Rüstung. Jawohl. 63% weniger. 65% weniger. Schmutz, Schmutz. Lebensabzug. Boah, 95, aber 3 Rüstungen weniger wieder. Ja, das hilft mir auch nicht. Nein, nein, nein. Oh, jetzt kommt natürlich... Oh, Rüstung. Rüstung kommt nochmal. 67%. Ist halt jetzt imminent wichtig für den Endgegner. Das muss man sich halt mal geben. Ich krieg halt jetzt schon 67% weniger und meine... LP-Generation kommt nicht hinterher mit 6 Sekunden. Einmal kostenlos würfeln, braucht man nicht mehr. Angriffstempo. Nein. Komm, einmal können wir noch.
6 Nahkampfschaden und 3. Ah, nee. Oh, das wird schwierig. Weil die so schnell sind. Die jubeln die halt in mich rein. Ah, geht aber. Geht aber, geht aber. Oh, 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 oh. Kommt hier runter. So. Oh ne, das ist Schmutz. Jo. Wir nehmen das Ding mit. Kostet jetzt. Ich mach 357 Schaden. Na, es ist eh die letzte oder vorletzte Welle. Dann nehmen wir das jetzt mit. 489. So. Max LP wird nicht mehr gesteigert. Explosionsgröße. Jawohl. Und 3 Nahkampfschaden. Würde nochmal richtig Schaden geben. Nee, sparen wir uns. Ah, Mann, wie groß ist. Wo ist denn mein Heilung geschossen? Ja, nur noch Dinge explodieren. Uah, mal durch. Und das mit fast 70%. Oh, sehr gut. 6,33. 6,6. Reichweite, Tempo, Glück, Nahkampfschaden. Jawohl. Das müsste man doch fast schon bei 500 sein. 522. Oh, das ist jetzt der Schmub. Ist jetzt. Ne, wegen der 2 Regeneration. Ah, ich verliere halt 3. Schaden. Aber das ist die Mutation, nehmen wir mit. 522. 533. Oh, jawohl. 6,6. 6,87. Vielleicht kriegen wir es auf 7 hoch. Das wäre nochmal richtig nice. Was? Ein Schaden pro ein Tempo. Ja, Tempo habe ich nicht viel. Ist gerade ein Minus. Max LP, Schaden. Nu. Die Rüstung. 67%. Es bleibt bei 67%. Lohn. Ein Fernkampfschaden. 544. 549. Mehr Bäume ist mir egal.
Okay, entweder Blutegel oder er. 2 Lebenspunkte Regeneration pro minus 1% Tempo. Was? Und ich kriege nochmal 15% Tempo abgezogen. Also im jetzigen Status würde ich 8 kriegen, ne? Weil ich minus 4 Tempo habe. Für jeden kriege ich 2. Kriege ich 8 Lebensregeneration. Aber ich kriege ja hier nochmal minus 15 Tempo. Das heißt, ich würde nochmal 30 Lebensregeneration draufkriegen. Das ist doch das Item, oder? 76. 8 würde ich kriegen. Ja, 133, ist klar. Ein Item entscheidet den ganzen Run. 12 Lebenspunkte pro Sekunde regenerieren. Ja, nee. Jetzt kommst du her. Er läuft. Elite-Gegner und Horden. Lol. Der Werkmeister. 165% Explosionsschaden. Plus 4% Explosionsgröße pro 1 Elementarschaden. Minus 100% Schaden. Rüstung und Modifikation um 50% verringert. Ja, Gnom. Nahkampfschaden, Elementarschaden, Reichweite, Sammelreichweite. Der Soldat. Oh, was? 50% Schaden, wenn du dich nicht bewegst. 50% Angriffstempo, wenn du dich nicht bewegst. 10% Tempo, 200 Sammelreichweite. 15 Rückstoß. Du kannst nicht angreifen, wenn ich. Ja, lol, du musst halt stehen bleiben. Natürlich. Ich würde sagen, der Run lief gar nicht mal so schlecht. Nein. Oh. Oh. Ah, jetzt verstehe ich auch die Farben. Okay. Hier ist ein Grau. Das heißt, ich habe hier den Run mit deren Charakter auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad geschafft. Ne? Mit ihm auch. Mit ihm auch. Und mit dem Greis auch. So, das heißt, die dunklen Hintergründe habe ich halt überhaupt noch nichts gerissen. Also habe ich noch nicht einen Run beendet. Beim blauen habe ich auf Schwierigkeitsstufe 1. Und das Violett ist Schwierigkeitsstufe 2. Ho, ho, ho. Ja, und demzufolge wird halt Schwierigkeitsstufe 3, wird halt dann rot hinterlegt sein. Jo, aber ich denke mal, für heute war es das. Na, nochmal nach 5 Stunden Warships, nochmal 2 Stunden Potato gespielt. Aber hey, hat ja, war ja durchaus erfolgreich. Die Schwierigkeit bei ihm ist halt tatsächlich dann drinne die Lebensregeneration und die Rüstung. Alles andere ist ja vollkommen Schnurz. Ja, aber die Couch hat uns das Leben gerettet, würde ich mal spontan sagen. Da hat ja meine Lebenspunkte-Regeneration ja quasi verdoppelt von 6 auf 12. Und 12 Lebenspunkte pro Sekunde, wenn ich halt fast 70, wenn ich 2 Drittel von des gegnerischen Schadens schon wegblock.
krasse Sache. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, war mal was anderes jetzt zum Schluss. Wie gesagt, morgen Abend geht's. Was heißt morgen Abend? Morgen Nacht. Geht es in die Drachenlande. Das Addon soll ja um 0 Uhr und 1 Minute anfangen. Das bedeutet, ich bin natürlich ein paar Minuten vorher online. Na, kein Problem, lassen wir uns vorbereiten. Na, müsst ihr auch entsprechend schon im Hafen und alles bereitstehen, damit wir halt direkt aufbrechen können. Ich hoffe mal, es wird ein smoother Einstieg ins Addon. Nicht wie so manch anderes Addon, das tatsächlich das Ding ultra abkackt oder einfach verschoben wird. Deswegen fürchte ich, wird am Dienstag eventuell der Nachmittagsstream, naja, ich will nicht sagen ausfallen, aber die Chance ist nicht so hoch, sag ich mal, weil irgendwann muss ich halt auch ins Bett. Ich habe mir tatsächlich freigenommen, von daher ist das alles kein Thema, das da zu zocken und so, aber schlafen wird halt ein eklatantes Problem werden. Aber das ist in jedem WoW-Spieler nichts Neues. Zum Schluss bleibt mir nur wieder zu sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen ersten Restadvent. Und dann haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und wir sehen uns dann morgen Mitternacht wieder. Bye, bye.